series of Genesys G Summits in EMEA will kick off this year from a virtual platform in the Alps for the DACH region. We developed a new, cool, innovative and sustainable platform with a lot of extra features and functionalities. Next to all the inspirational mainstream sessions and business talks, our attendees will get, for instance, some leisure time to go to the wellness center or to the game corner, and in the Genesys Lounge, they have the ability to run one-on-one chats with other attendees. Fortunately, the world is reopening now for physical events, but on this summit we got more than 500 registrations, which shows the popularity for virtual events for the professional business-to-business organizations is still there. Außerdem haben wir noch über 20 Business Talks, in denen Genesys Kunden, Partner und Experten Ihnen für Gespräche zur Verfügung stehen. Herzlich willkommen zum Genesys G Summit Deutschland, Österreich, Schweiz oder kurz DACH. Wie wichtig ist der menschliche Faktor, wenn es um Empathie geht? Es ist schon klar, dass ein Mitarbeiter, der völlig überfordert ist, der unzufrieden ist, der Interaktion als Belastung empfindet, sicherlich keine empathischen Kunden. Menschen vergessen, was du sagst. Menschen vergessen, was du tust. Menschen vergessen niemals, wie du sie hast fühlen lassen. Am Ende bleibt immer ein Gefühl haften. Wir können die Welt verändern oder wir können uns verändern. Und jetzt kommt die wichtigste Komponente. Wenn du leidenschaftlich bist, bist du empathisch. Probier die Dinge einfach aus und sind dann erstaunt, welche Möglichkeiten Veränderung möglich bringt. Der Berg ruft und wir haben ihn einen ganzen Rucksack voller interessanter Dinge und Informationen gepackt. Wenn Krisen passieren, wenn Veränderungen passieren, dann müssen wir in allererster Linie Verantwortung übernehmen. Wir sind in der Jetzt-Situation, wir haben hier ein Leben und eine Situation, wir müssen akzeptieren. Und dann können wir weitermachen. Die letzte beste Kundenerfahrung, die ich habe, ist immer gleich der Maßstab für die nächste Kundenerfahrung. Das Empathieprinzip ist getrieben durch Veränderungen im Markt. Unser Partnerpavillon ist ein richtiger Innovationshub geworden. Es waren zahlreiche DACH-Partner und auch Empfangel-Partner persönlich vertreten und viele davon konnten wir bereits am Vortag zu unserem Partner-Summit begrüßen. Für die Teilnehmer gab es eine Vielfalt an Dokumentationen zum Download und über die Kontaktfunktion konnten sich Interessenten und Lösungsanbieter direkt vernetzen und kommende Projekte anstoßen. The future of insurance is going to look very different to what it looks today. And through their investment in people and the right, IESIS technology, they are able to listen, understand, act and learn on what those customer needs are. It's not being nice to people, it's actually listening and absorbing what people are saying and learning from it and acting upon it to make the experience that much better in anything that you do. Diesjährige Gewinner ist Empathy in Action, haben wir Ihnen heute gezeigt. Und ich glaube, dass es in vielen Vorträgen und herzlichen Dank an alle Sprecher herausgekommen ist. Und deswegen auch nochmal ein herzliches Dankeschön und eine Gratulation an die Award-Winner, die diesen Weg schon mit uns gegangen sind und, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen haben, was man mit Empathy in Action erreichen kann. Vielen Dank und vergessen Sie Ihre Wanderkarte nicht.